Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Rasputins und Ivan. Vlog. Genau, Nummer 22, glaube ich, sind wir heute. Heute möchte ich... alles in Ordnung, Ivan? Alles okay. Da. Ich hoffe. Schweinegrippe. Ja, eigentlich mehr Heuschnupfen. Ja, ich habe gegessen Döner, jetzt habe ich Schweinegrippe. Da ist kein Schweinefleisch drin. Das hatten wir ja schon mal. Ivan. Aber ich habe gesagt, Verkäufer ist dummes Schwein. Der Ivan legt sich mal ganz gerne an mit verschiedenen Leuten und ja, da wird er auch manchmal mal von den Herren in Grün nach Hause gebracht oder in Blau, je nachdem. Ja, also manchmal haben sie ja noch grüne Uniformen an, die Polizisten. Also in den Polizeirevieren, die noch nicht mit Blauen ausgestattet wurden, weil das Geld fehlt. Ja. Ich habe auch gehört jetzt mit der Konjunkturhilfe, dass jetzt auch Polizeistationen flächendeckend blaue Uniformen kriegen, die in China bestellt werden, weil das dann die deutsche Wirtschaft irgendwie ankurbeln soll. Ja, wie das funktioniert, weiß ich nicht, aber ist auch egal. So, also heute machen wir mal eine kleine Frage- und Antwortenrunde, ja, weil es hat sich ein bisschen was angesammelt. Ja. Weil wir sind Helden. T-Shirt. Ja, genau, also das ist zum Beispiel eine Frage, die jetzt der Ivan gestellt hat. Wo habe ich dieses T-Shirt her? Ich war vor ein paar Jahren mal bei Rock am Ring gewesen, ja, und wollte mir mal anhören, was so jetzt die modernen deutschen und internationalen Rock'n'Roll-Bands so alles zu bieten haben. Und ja, da war auch diese komische Band dabei aus Berlin. Wir sind Helden und ihre Musik war Grütze, aber ihr T-Shirt, tja, das war Kai, halt du eben... hast Grütze gesagt. Ich liebe Grütze. Ja, der Ivan, der liebt Grütze, ja. Also vor allem die Grütze aus verschiedenen... Also Grütze ist ja auch aus Rind, das weißt du ja, ne? Rinderkrippe. Ja, also Rinder können auch Krippe haben und Menschen ja auch, wie alle Warmblüter, ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich ursprünglich die Frage der Fragen, nämlich wie heißt der Ivan mit Nachnamen? Ja, also Klosterreich. Ganz genau. Es heißt ja Rasputin Stohwasser, aber wie heißt der Ivan? Ivan heißt Klostreich. Jetzt wenn ich sagen, Klostreich klingt nicht so russisch. Der Ivan ist nämlich ein Spätauswanderer, ja, hat also deutsche Vorfahren, deshalb darf er hier auch bleiben. Aber war nicht so spät, war 16 Uhr angekommen damals. Ja, das heißt halt Spätauswanderer, weil ihr wurdet von Stalin nicht entsorgt, sondern ihr durftet dort weiter in Sibirien im Bergwerk arbeiten. Und Aber nicht dafür... Bergwerk. Ja, du arbeitest ja jetzt auch unter Autos und lässt dich ja voll kleckern mit Öl. Ja. Und dann bringt er immer hier seine ölverschmierten Kleider mit, ja, und ich darf sie waschen. Ja, also mein Name ist Stohwasser, das Aber ist du auch... kannst waschen, du hast Waschmaschine. Ja, das wäre schön, wenn du dir auch mal eine Ja, anschaffen ich würdest. bringe zu Nadja jetzt. Ja, das dann hätte ja die Nadja auch mal einen Sinn. Ja, zumindest mein Name ist Stohwasser, ist auch ein Dein Spätaussiedlername. Name Rasputin Stohwasser. Mein Name ist Rasputin Stohwasser. Auch Herzlich willkommen zu Vlog. Genau, das hast du jetzt gesagt. Ja. Es ist auch ein Spätaussiedler. Ich habe jetzt gerade aus dem Auge. Entschuldigt Was hast bitte. Du im Auge? Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht irgendeine Pfanne. Vielleicht Pupille. Nee, die Pupille sowieso, aber es sind auch Pollen, die hier überall rumfliegen. Also momentan ist es ganz schlimm. Ihr hört es ja vielleicht auch. Ich habe eine Nase, die zu ist. Ja. Hast du noch andere Nase, die offen? Ach, der Ivan. Also momentan, man merkt einfach, dass er gut drauf ist. Ja, also seine Witze, die haben echt Stil. Ja, also worauf ich hinaus wollte, ursprünglich ist, ich bin eigentlich auch ein Spätaussiedler, aber dadurch, dass ich nur adoptiert wurde von meinen russischen Eltern, also wer meine Eltern wirklich sind, das weiß ich nicht, bin ich jetzt kein Blutdeutscher und deshalb darf ich also hier jetzt nicht dauerhaft bleiben. So. Ja, das war Frage Nummer 1, die beantwortet werden wollte. Frage Nummer 2 war, Aber warum... es war gar nicht die Frage. Ja, natürlich. Also, du kannst ja jetzt die E-Mails nicht mehr lesen, weil den Zugang habe ja ich. Und das war eine E-Mail von einem Sternchen 74. Ja, und das habe ich hiermit jetzt beantwortet, gell? Ja, die zweite Frage, die mich immer wieder erreicht, ist, wie sieht es denn bei dir aus, Ivan? Und wie sieht es bei dir aus, Rasputin? Also könnt ihr mal die Wohnung zeigen. Das machen wir weniger oder machen wir nicht. Nix, meine Wohnung.
Ja, weil also Ivans Wohnung wollte er überhaupt nicht sehen und meine Wohnung seht ihr ja sowieso ständig im Hintergrund. Ja, also wie zum Beispiel hier die schöne Lampe, die übrigens immer noch nicht abgeholt wurde. Und ja, also der Ivan, der ist jetzt auch ein bisschen krank, wie ihr vielleicht gerade hört. Ich hoffe, dass er nur einen normalen Heuschnupfen hat, den ich ja auch habe, wie man ja hören kann. Normalerweise habe ich den Heuschnupfen immer schon im April, aber dieses Jahr ist ja alles nach hinten verschoben wegen dem langen Winter, also habe ich es diesmal im Mai. Ja. Die dritte Frage, auch wieder an meine Wohnung, viele fragen, warum sieht deine Wohnung im Hintergrund immer so unordentlich aus? Kannst du nicht putzen oder aufräumen? Ja, Natürlich, du brauchst Frau. ja, also wenn ich eine Frau hätte wie der Ivan, dann würde es hier noch viel schlimmer aussehen. Ja, also ich bin ein sehr ordentlicher Mensch. Ich räume auch immer alles weg und ich sauge auch einmal die Woche, ja. Und An deinem Cocktail. also ich finde jetzt nicht, dass es schlimm aussieht, ja. Also nur weil der da mal in meine Toilette reinspaziert. Wo soll ich denn sonst in meiner kleinen 40 Zimmer, 40 Quadratmeter, zwei Zimmer Wohnung da meine Wäsche hinhängen, wenn ich auf dem Klo? Auf Balkon. Ja, auf dem Balkon, wenn es draußen pisst oder wie? Das muss jetzt mal gesagt werden. Ich könnte es auch in den Keller hängen, aber dann kommen dann wieder die Schmitz und also nicht Schmitz, sondern Schmitz und klauen mir wieder die Socken. Ja, der kleine Leon von denen, der Sechsjährige. Ah, Leon ist Wenn ich cool. den noch mal erwische, dass er mir die Socken klaut hier, Ist dann ganz lieber Junge. ja, du hast überhaupt keine Ahnung, wohnst ja nicht hier. Okay. Ja, abschließend noch mal wurde auch gefragt, Rasputin, kannst du auch lesen? Ja, klar, kann ich auch lesen. Und wenn du liest, was liest du gerade? Ich lese momentan das hier. Aber die Plebe-Ausgabe liege auf Klo. Die hast ja auch du hingelegt. Ja, also dir reicht ja natürlich nicht aus. Ja, also du brauchst ja für deine Libido hier dann gleich ganz harten Kram. Ja, aber ich, Hardenberg, das Buch der 1000 Bücher. Autorengeschichte, Inhalt, Wirkung, herausgegeben Da von. ist das Buch, was du vor kurzem noch unter Fernseher hattest. Ja, also unter meinem Fernsehregal. Ja, also, und ihr seht, Sagst du immer gute Stütze? also ihr seht, ich bin jetzt hier gerade auf Seite 96, Samuel Beckett Molloy, ein Roman, sehr toll. Und da sind auch die russischen Klassiker drin, ja, also Tolstoi zum Beispiel, ja, und andere großartige Werke. Und wenn ich es fertig gelesen habe, dann werde ich euch auch mal erklären, was meine 10 Lieblingsbücher sind. So, das soll es dann auch für heute schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit diesem Vlog und entschuldigt nochmal meine Stimme, aber wie gesagt, die Polen, ja, die hier durch die Gegend fliegen, Die das. Polen. Du hast gesagt Polen. Das Schlimme ist an Ivan, seitdem er bei Nadja ist, kann er besser Deutsch sprechen. Ja? Und da merkt er dann auch mal einen Aussprachefehler hier. Ja, aber du hast gesagt die Polen. Ja, die Pollen, die halt ich. Als wüsstest du, was der Unterschied zwischen Polen und Pollen ist. Ja, Also wegen. Nein, 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 jetzt fängt sie aber mal an. wegen einem muss man niesen, wegen anderen Autoradio verstecken. Kfz, ich weiß. Naja. Also. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ja, genießt den Mai, genießt alles, was mit dem Mai zusammenhängt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder. Macht's gut, ciao! Das war krass.